Tod des Sängers ist das Ziel vieler Fans und Neugieriger. Der Friedhofswärter, es geht hier manchmal zu, als würde der Roy noch Autogrammstunde geben können. Dem Sänger, der im Leben keine Ruhe finden konnte, statten auch an der allerletzten Stätte täglich Hunderte einen Besuch ab. Touristenbusse setzen auf Vergnügungsreisen einen makabren Programmpunkt, Roy Blacks Grab. Da werden Blumen gebracht, da wird fotografiert und diskutiert. Lautstarker Disput, warum gibt es ein solches Hickhack um das Testament des Sängers? Ein weiteres Phänomen, Roy Blacks LP Rosenzeit, ist seit 20 Wochen in den Charts. 800.000 verkaufte Exemplare. Und auch die erst vor einer Woche erschienene Platte Roy Black ging schon 100.000 Mal über die Ladentheken. Wenn Frau Weiler aus Vaterstetten bei München Lieder von Roy hört, ergreift sie eine tiefe Bewegtheit. Die 62-Jährige kannte Roy wie kaum eine andere. 5 Jahre war sie seine Ersatzmutter, wie sie der Münchner Abendzeitung erzählte. Inside Bunte interviewte Frau Weiler. Roy brachte mir immer von seinen Auftritten und Konzerten irgendein Geschenk mit. Die Heidschnucke aus der Lüneburger Heide, das Auto, das er selber sehr liebte, weil ja mit Radio. Und damit wollte er mir natürlich auch Freude machen. Und diesen Teller, den schätze ich besonders. Das ist noch ein Andenken aus der Hütte, wo ich einen Hausputz gemacht habe. Hatten Sie eine enge Beziehung zu Roy? Wir haben am ersten Tag, wie er nach Vaterstetten gekommen ist, haben wir ihn ja kennengelernt, gell? Beim Einzug schon. Und da hatte man eben schon, sein größtes Problem war, er hat jetzt eine schöne Wohnung, aber keine Gardinen. Er hätte zwar welche, aber die sind zu lang. Und daraufhin hat ihm mein Mann gesagt, ist kein Problem, meine Frau ist Schneiderin, die kann das kürzen. Ja, und die habe ich ihm dann gemacht und habe es hintergetragen, habe es aufgehängt. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie her, Herr Black, gefällt es Ihnen so? Und dann hat er furchtbar gelacht, sagt er, wie sich das anhört. Herr Black, sagt zu mir Roy. Und das ist dabei geblieben. Ja, und kaum war ich wieder zu Hause, ruft er an. Du, Martha, sagt zu mir du, ich sage jetzt dir auch du. Sage ich, okay, ist in Ordnung. Wie war das mit Roy und den Frauen? Er hat uns dann und wann mal eine vorgestellt und wollte ihm, was wir dazu sagen. Er hat ein paar sehr nette Mädchen mitgebracht. Hatte er tatsächlich 5000 Mädchen? Nein, Fans natürlich. Das waren alle Fans. Hatte er ernste Absichten? Das könnte man schon sagen, ja. Es waren mit Sicherheit auch Zufälle dabei. Aber im Großen und Ganzen hat er diese Beziehungen schon ernst genommen. Muss ich schon sagen, ja. Wollte Roy wieder heiraten? Er wollte immer eine Familie haben. Und er war ein richtiger Familientyp. Also da war nur immer Freud und Leid teilen. Und Freundin Carmen? Wenn er frei hatte, wollte er wahrscheinlich bei der Carmen sein. Und habe auch zu ihm gesagt, ich freue mich, dass du jetzt endlich die Richtige hast. Okay. Und soll ich sie dir vorstellen, hat er gesagt. Sag ich, ja, wenn er mal runterkommt, jederzeit gerne. Sein Verhältnis zu Sohn Thorsten? Er hat ihn ja über alles geliebt, den Thorsten. Über alles. Das war ja das Einzige, an dem er praktisch einen Halt gehabt hat. In seiner schlechten Zeit war das der Thorsten. Und Baby Natalie? Da kann ich gar nichts sagen. Da weiß ich nichts. Roy und seine Alkoholprobleme? Ja. Manchmal eben, wie es die Gesellschaft ergeben hat. Oder auch, wenn er von einem Auftritt gekommen ist. Da denke ich, dass er noch nicht abschalten hat können. Und hat irgendwas zur Beruhigung gebracht. Also nicht immer aus Kummer. Also seine Alkoholprobleme, das muss ich dazu sagen, war eigentlich ein bisschen mondgesteuert. Und dann ging er in eine sehr starke depressive Phase. Also er war dann sehr depressiv veranlagt und ging in sich und das ist schwer zu sagen, er hat gelitten. Hatte Roy Selbstmordgedanken? Am Anfang ja, wie er hergezogen ist. Da hat er schon schwere Probleme gehabt. Da haben wir auch Angst gehabt um ihn.
Ja, er hat gesagt, Franz, ich glaube, du kannst mich verstehen, aber ich habe keine Lust mehr, ich will nicht mehr. Das war mal ein, zwei, dreimal der Fall. Noch vor einem Jahr sagte Roy Black dazu selbst: Ob ich schon jemals daran gedacht habe, da habe ich das bejaht und gesagt, ja, ich habe schon. Denn es gab mal eine Zeit der Verzweiflung, wo ich dachte, das wird nie mehr was Richtiges. War Roy oft traurig? Wenn er so depressive Phasen hatte, konnte er aus dem Stegreif heraus weinen. Nicht ja so. Wenn man irgendwas erzählt hat, was traurig war, das ihn ein bisschen gerührt hat, dann sind ihm schon die Tränen gekommen. Also er war sehr feinfühlig. Sehr feinfühlig. Roy Black, ein Sänger, wurde Legende.